So, was brauche ich denn jetzt für die Zombie-Winzerei? 18 Bretter, 20 Balken und 12 einfache Eisenstücke. Waren das hier, ne? Ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt, aber wird schon passen. Und sonst, ich meine, was ist denn das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann? Dass ich nochmal hochlaufen muss und nochmal eine neue Produktion starten muss. Das ist ja nun wirklich nicht... Und die... waren es 12? Bin ich mir ganz sicher. Ja, das meine ich. Ja, von jedem noch eins, ne? Von jedem noch eins müsste da ja rein theoretisch reichen. Ja. Sieht doch gut aus. So, Zombie-Winzerei. Plops. Guck mal, da hätten wir noch Platz. Da können wir zum Beispiel noch eine Kiste hinstellen. Ja komm, da stellen wir noch ein, zwei Kisten hin. Holen wir uns noch mal 6 einfache Eisenstücke. Einmal Planken und Portion Nägel. Dann kommen da unter die Zombie-Winzerei noch 2 Kisten. Dann haben wir was, wo wir das alles abstellen können. Was wir dann da produzieren. Ich habe ja kein Holz mehr. Ja, furchtbar. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist wieder Stau. Och, jetzt wird der Sausack schon wieder müde hier. Kann er jetzt wenigstens seinen Keller noch fertig bauen? So, dann haben wir hier nochmal 2 Kisten, weil ich habe gemerkt, wenn es eine Sache gibt, die ich definitiv mehr brauche als alles andere, ist das Lagerraum. Ach, guck mal hier, der Dingens. Den Weinberg noch upgraden und dann legen wir uns noch mal ins Bett und dann reden wir mit Gary. Ja gut, dann packen wir halt dann erst noch die Leiche in die Kühlung. Ist ja... Entschuldigung. So, das war das erste Upgrade. Mehr upgraden kann ich ihn auch nicht, ne? Nein. Trauben und Hopfen können wir hier anbauen. Ich würde sagen, wir machen mal so 50-50. Das ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee, die ich haben kann. So Leute, haben wir schon mal einen voll ausgebauten Zombie-Weinberg. Das ist doch schon mal ein guter Start. Oh, guck mal, wir haben so viele goldene Traubenkerne, das wusste ich gar nicht mehr.
Und hier hätten wir noch so viele Ernteabfälle. Das ganze Zeug, das bringe ich hier mal weg. Das hat hier nichts zu suchen. Aber wir können hier schon mal die Produktion starten. So, was wir natürlich auch brauchen, Hopfen. Qualitativ hochwertigen Hopfen. Wo kriegen wir das denn her? Ich meine, ich starte jetzt hier erstmal Traubendings. Mit dem Hopfen, da werde ich dann nochmal recherchieren, aber das mache ich nicht heute. Das meine ich nicht in der heutigen Aufnahmesession. Ich würde nämlich spontan sagen, irgendwann ist auch mal gut. Wir wollen ja auch mal mit dem neuen Content starten dann. Erstmal das ganze Zeug, was ich hier noch eingelagert habe, das kommt weg. Achso, die Ernteabfälle sind hier natürlich fehl am Platze. Genauso wie die Bestattungsurkunden theoretisch, ich weiß. Der Spitzendünger und der Salz. Das Salz. Lasst mich! Alter. Was für ein Möhrchen hier. Ist ja schon ungesund. So viel gesundes Kram. Ein paar Kisten produzieren. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns in die Moke rein. Ich weiß auch gar nicht, achso, die Leiche noch. Der Transportdienst, der uns das vom Weinberg bringt, wo bringt denn das hin? Wahrscheinlich nicht direkt hier in unseren Keller, oder? Weil das wäre ja das Sinnvolle. Kapazitäten. Okay, wir brauchen Weizen und wir brauchen Hopfen. Okay, Weizen können wir kaufen. Das ist nicht das Problem. Das wären, glaube ich, Ausgaben, die wir durchaus bringen könnten. Große Frage ist halt, wo kriege ich hochwertigen Hopfensamen her? Das werde ich zur nächsten Aufnahmesession, werde ich das klären. Jetzt gucken wir mal, was Gary von uns will, dass das hier endlich mal vorwärts geht. Oh ja, du musst einfach nur ein altes Fass ausgraben. Kannst du mir etwas mehr dazu erzählen? Das gehörte dem alten Friedhofswärter. Wir haben die ganze Zeit zusammengesoffen. Wo soll ich genau suchen? Grab Erdhügel zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Es ist nicht viel Cognac übrig, also sei leise. Warum soll ich das denn unbedingt machen? Sart! Ich will kaum mit meinen Zähnen graben kann. Okay, aber danach erzähle ich dir etwas ganz Wichtiges. Zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm, dann bietet es sich doch an, mich zum Leuchtturm zu teleportieren und dann von hier aus zu gucken. Das muss ja hier irgendwo sein, ne? Hm.
habe bisher noch keinen Erdhügel gefunden. Wir sind jetzt schon im Dorf. Da vielleicht? Schwefel. Aha. Da ist eventuell auch ein Erdhügel. Mit dem brauchen wir auch ein bisschen länger. Ah, das ist wohl derjenige, der gesucht wurde. Boah, ich halte es nicht mehr aus. Wo ist mein Cognac? Schau mal, etwas Großes aus Metall. Heiliger Saat, das kann doch nicht sein. Die archäologische Maschine des Friedhofswärters. Von deinem Freund, der den Cognac vergraben hat? Nein, der kam vor ihm, ein cooler Erfinder und Zombie-Macher. Und glaub mir, diese Maschine ist viel nützlicher als ein einfaches Fass Cognac. Ich bin verwirrt. Wie viele Friedhofswärter gab es? Das ist ein echter Schatz, Mann. Damit kannst du sogar nach Hause zurückkehren. Oh, grab es schnell aus. Friedhofswärter, halte ein. Verdammt, bis später im Keller. Nur Landbesitzer dürfen auf den Ländereien des Dorfes graben. Außerdem ist alles auf den Ländereien des Dorfes Allgemeinbesitz. Hör mal, wie wär's mit... Tut mir leid, aber du bist zu arm, um mich zu bestechen. Also eigentlich, glaube ich, der reichste Mensch im ganzen Dorf. Rede mit Gary über die Maschine, die du gefunden hast. Jo. Wenn wir das zeitlich schaffen... Ne, ich glaube, das schaffen wir nicht, oder? Gerade überlegt, ob wir es zeitlich schaffen, eventuell... Mit dem Kerl drüber reden können wir nicht, oder? Das war ja auch gar nicht der Kerl. Wer war das? Ich wollte gucken, ob wir es vielleicht rechtzeitig zum Müller noch schaffen. Bevor der sich für heute in die Moke haut. Ja, guck mal, der hat Hopfen. Und zwar hochwertigen Hopfen. Und Weizen hat er auch, den können wir auch gleich mitnehmen. Dann haben wir so ein bisschen was auf Vorrat. Und Hopfensamen hat er auch, das ist das Wichtigste. So, und das Geile ist halt, dass wir bei ihm hier wesentlich häufiger hin können als zu dem anderen Händler für den Wein. Das ist gerade auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. So, da ist unser Weinberg. Ich wusste. Jetzt können wir nämlich gleich mal gucken, wo der das hintransportiert. Weil ich habe mir gedacht, dass der Hopfen bestimmt auch transportiert, wenn ich den Hopfen dahin packe. Ich will jetzt wissen, wo läuft der Zombie lang. Oh. Der bringt das tatsächlich bis hier runter. Das ist ja... Ja, geil. Das ist natürlich schon mal recht ideal. Gut, den Schwefel nochmal ins Alchemielabor. Dann können wir gleich mit Gary reden. Und eine Leiche haben wir eben auch gekriegt. Ah, dass der das direkt in den Keller bringt? Das ist natürlich... Das ist cool.
Das erleichtert einiges. Da können wir da wirklich die Abläufe automatisieren dann, ne? Wenn wir genug Hopfensamen gekauft haben, müssen wir die nächsten Tage immer mal wieder zum Müller. Wenn wir genug Hopfensamen haben, dass wir dann halb-halb machen können. Und dann natürlich nebenbei immer noch ein bisschen Weizen kaufen. Ich muss dann gleich nochmal gucken, ob wir in unserem Garten Weizen anbauen können. Also in den Zombie-Gärten. Dass wir da vielleicht auch noch eine Produktion aufziehen können. So, Gary, was machen wir? Ich hab's! Kauf einfach ein wenig Land und baue eine Taverne! Eine Taverne? Warum kein Riesenpalast? Die Taverne ist doch nur zum Schein, Dummerchen! Wir heben den Keller aus und benutzen die Maschine! Außerdem kannst du damit ein wenig Geld machen. Wissen von der Maschine und Geld von der Taverne! Und was springt für dich da heraus? Nichts? Das glaube ich kaum. Nun, vielleicht erzählt uns die Maschine etwas über meine Vergangenheit? Ja. Und das ist ganz genau der Grund, warum ich hier unsere Bier- und Weinproduktion so auf Hochglanz polieren und automatisieren wollte. Weil ich nämlich wusste, dass wir unter anderem hier eine Taverne aufmachen. Da schenkt man ja dann auch Alkohol aus und alles. Und ich denke, es ist eine ganz gute Idee, das dann alles da schon vorbereitet zu haben. So, da sowieso Nacht ist, können wir jetzt nochmal in unserem Garten gucken gehen. Oh, da ist der erste Wein gekommen, wa? 20 Trauben. Naja, gut. Der muss halt dann auch ein bisschen hin und her rennen. Vielleicht können wir auch noch eine zweite Transportstation bauen. Kann man dann da oben nochmal gucken. Die haben wir ja keine Transportstation, ne? Ach, das ist immer... Das passiert mir viel zu oft. Wir können auch Weizen hier anbauen. Das ist gut. Das ist gut. Muss ich nur irgendwas dann, irgendeine Produktion dann einstellen dafür. Aber prinzipiell ist das gut, dass wir dann, stellen wir ein oder zwei von diesen Zombies dazu ab, Weizen zu produzieren, damit wir dann auch unsere Bierproduktion in Gang bringen können. Das läuft schon. Wollte ich jetzt noch machen? Jetzt wollte ich noch mal gucken, ob wir da oben noch einen zweiten Transporter hinstellen können, ne? Einer alleine ist doch wahrscheinlich sonst so ein bisschen überfordert hier. Na gut, die produzieren ja alle in unterschiedlichem Tempo, ne? Wir haben jetzt die Dingssamen hingepackt. Da, Hopfensamen 16. Wie viel bräuchten wir denn? 12. Also insgesamt 48. Ja, das sind ein paar Trips. Das sind ein paar Trips, bis wir da das Ganze richtig in Schwung gebracht haben. Aber ich weiß nicht, wie oft er hier sein Inventar wieder erfrischt. Ja, zwei. Zwei goldene Hopfensamen. Wow. Na gut, aber viel interessanter ist... Viel interessanter ist die Tatsache, dass der gar keine Weizensamen hat, ne? Müssen wir dafür gar nochmal hier unten zu dem anderen Bauern gucken? Wieso ist denn der nicht da? Da ist er ja. Mach doch sowas nicht. Du hast doch bestimmt Weizensamen, oder?
Karotten, Weizensamen hier. Wunderbar. Nehme ich alle.